So, wir machen weiter und das ist jetzt eine Reaction, da wird sich der gute Reaper wieder einen Ast freuen. Also wirklich einen absoluten Ast. Ja, East Künstler kommt noch, alles gut. Der freut sich schon den ganzen Abend darauf, denn wir schauen uns... Scheiße. Das erste Video, was ich gerade sehe, ist Share bei Richis Popsofa. Und dann Ingolf Lück. Moin, Tammy. So, Freunde, wir schauen uns Varion an, wenn die Apokalypse ausbricht. Frank und ich, wir sind ja auch Walking Dead Fans, das heißt, das ist jetzt genau unsere Thematik hier. Wir werden sehen, ne? Also, wir überleben am längsten. Genau. Wir werden sehen, wie Flo hier uns das rüberbringen möchte. Oh, hier, direkt unterstützt Produktplatzierung. State of Survival, aha! Die haben ja aber schon wieder, also, alles klar, läuft bei denen. Oh. Yo, Mark. Was ist, Reggie? Ist das jetzt eigentlich unser Leben? Draußen sitzen, irgendwelche räudigen Klamotten tragen? Wir leben hier in der Apokalypse. Was erwartet? Was ist der 38.7.? Die Apokalypse kommen? Was genau? Weiß Bescheid, ne? Der 38. Ich mach mal eben ein bisschen lauter, der redet ein bisschen leise. So. Was meinst du damit? Ich verstehe das nicht. Warum muss das immer so klischeehaft sein? Was hast du jetzt auf einmal gegen Zombies? Ja, nichts, aber ich frage mich halt, warum müssen die immer so dumm sein und Menschen essen? Warum immer so klischeehaft? Das schmeckt doch auch nicht, oder was? Ich hab's noch nicht probiert. Du? Können die nicht theoretisch einfach dumm sein und ein paar Burger essen? Können die nicht auch schlau sein und Menschen essen? Warum müssen die immer dumm sein und Menschen essen? Aber genau das unterscheidet die Zombies doch von uns. Menschen essen und schlau sein, das ist einfach nur Kannibalismus. Ja gut, das stimmt. Und dumm sein und Burger essen, das wäre doch so der klassische Ami, oder? Ja, ganz schön hart. Wann wollen wir denn eigentlich weiter? Ich würde sagen, morgen früh kurz vorm Dicken, oder was? Weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, hier die Nacht zu verbringen. Das ist keine sichere Stelle. Marc, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Hier kommt kein Schwein vorbei. Hallo, Männer. Wer bist denn du? Was zum Teufel willst du hier? Ich will keinen Ärger, Männer. Mein Name ist Rick. Ich bin auf der Suche nach meinem Freund Glenn. Habt ihr ihn hier zufällig gesehen? Ah ja, Rick sucht Glenn. Belasten, Freunde. No Spoiler, aber belasten. Wo ist Merle? Vorbei gegangen, zusammen mit so einem anderen Typen. Ja, der andere, der hat den Baseballschläger dabei mit Draht umwickelt. Die sind nach Westen, glaube ich. Doppel belasten, Freunde. No Spoiler. Ich glaube, Rick, da kommst du ein bisschen spät. Ja. Okay, ich danke euch. So viel zum Thema, hier kommt kein Schwein vorbei. Okay, das war eine Ausnahme. Na, ihr beiden Mistkerle. Was ist denn das für ein Drecksort hier? Was zum Teufel willst du hier? Ihr beiden Weicheier, was macht ihr hier? Wir beide kümmern uns um unseren Kram. Ganz alleine? Entweder bist du blind auf deinem letzten Auge oder einfach nur dick. Das ist nur dick, oder? Damit's gefährlich hier aussieht. Du bist aber trotzdem verfluchter Rentner. Also, was willst du, Opa? Ich wollte euch mein neues Produkt vorstellen. Wir sind nicht mal in der fucking Apokalypse vor euch Vertretern sicher, oder? Entweder du bietest uns was Gutes an oder wir werfen dich den Gehirnlosen zum Fraß vor. Sind hier Amis, oder was? Jetzt reicht's auch wieder mit den verbalen Schüssen gegen die Amis, okay? Ich hab für euch State of Survival. Das kostenlose Zombie-Spiel, welches euch smarten People beibringt, wie ihr in der Apokalypse überlebt. Ihr könnt das Game immer und überall spielen. Zum Beispiel jetzt, während ihr wartet, aufgefressen zu werden. Verzieh dich, du räudiger Bengel. Ich versuch was zu verscheuern hier. Auf dem Forscherpfad gegen Zombies kämpfen. Ladet euch das Game über meinen Link und erhaltet ein Starterpaket mit dem Code FINALHOPE. Es gibt keine Hoffnung mehr. Guck dich mal um, wir leben in der Apokalypse. Ihr nehmt automatisch an einem verkackten Gewinnspiel teil. Gewinnt könnt ihr eine PlayStation 4 und 20x50 € Amazon-Gutschein. Das sind ja die gleichen Sachen, die bei uns sympathisch auch noch, also, huch. Also, müssen wir bei beiden mitmachen, haben wir doppelte Gewinnchance. Ich glaube, wir müssen auch mal mitmachen, wa? Eieiei. Was bitte nützt uns die Konsole und Amazon-Gutscheine im Kampf gegen die Zombies? Außerdem, müsste die PS4 nicht schon über 500 Jahre alt sein? Was macht ihr denn abends, bevor ihr einschlaft? Ich zieh mich an und verlasse das Bett deiner Mutter. Meine Mutter ist mittlerweile ein Zombie. Vielen Dank für das Mitgefühl. Verzieh dich, du Hässler, wir reden hier. Mutter? Es tut mir leid. Was das jetzt? Entwickelt eure Siedlung und kämpft gegen Feinde. PvP und PvE-Mode. Fight against other people around the Verzieh world. Verzieh dich jetzt. Du bist hier falsch, das weißt du schon, oder? Ach egal, verpiss dich auch. Irgendwie ist das hier eine komische Apokalypse. Was meinst du denn? Es ist immer eine Zombie-Apokalypse. Warum gibt's nicht mal eine Vampir-Apokalypse? Wen? Oder Werwolf-Apokalypse? Das wäre mal was Neues. Immer nur diese stereotypischen Zombies aus den Filmen. Immer wenn ich einen Zombie-Film gesehen habe, brach der Virus aus und zufällig war ein Arzt im Raum. Ja, ohne irgendeine schwangere Frau und ein Kind oder so. Ja, richtig. Siehst du hier weit und breit eine Frau? Nee, nur sowas.
Verpiss dich jetzt! Oh Gott. Lass uns hier aufbrechen, Mann, sonst wären wir nachher im Schlaf gefressen. Heute noch? Marc, das ist doch voll bequem gerade. Wir müssen jetzt aber aufbrechen, sonst gehen wir drauf. Ach komm, hab dich nicht so, Mann. Wir hauen ab. Was? Na gut. Lass uns aber den Zombie mitnehmen, sonst kann ich heute Abend nicht einschlafen. Halt's Maul. Verpiss dich jetzt! Oh Gott. Ich zieh mich an und verlass das Bett deiner Mutter. Okay, der Spruch war definitiv geil. Freunde, schau mal Vario vorbei. Oh, nice. Lass ein bisschen Liebe da. Kuss und Gruß. Kuss und Gruß. So flüssig wie deine Übertragung hier gerade, muss ich sagen. Donnerwetter, Frank. Da ist er wieder on point bei dir.